nämlich wieder mit. Der ist auch noch winzig, oder? Ja. Ich will keine winzigen. Sonst weiß ich nicht mehr, wohin damit. Jetzt ist die Musik wieder da übrigens. Gut, das ist super. Was ist denn das hier so für einen Fallenraum, hä? Was soll das denn? Kleiner Seelenstein. Das nehme ich schon eher mit. Aber eigentlich nicht. Und jetzt ist er weg, weil ich ihn weggetreten habe. Gut, hat sich erledigt. Hier ist wieder ein Hund unterwegs. Tschüss. Hä, wo? Über mir oder unter mir? Ja, über mir, okay. Gut. Oh, Hängemoos. Hallo. Aber wie er da liegt. Die sind echt cool. Ich mag die. Die sind hübsch, weil die sind blau. Ich möchte auch gerne so aussehen. Gibt es einen Trank, der sowas macht? Weiß ich nicht. Also direkt so. Nicht unsichtbar oder Geistergestalt. Geistergestalt ist das nicht, ne? Dass man so aussieht. Ich weiß nicht. Ich habe das, glaube ich, noch nie benutzt. Nee, Geistergestalt ist es. Nee, das sieht man anders aus. Nichts mehr. Du Scheißblock. Du störst mich. Dankeschön. Ist hier noch irgendwas? Hier ist ein alter Tisch. Hier nichts versteckt, das ist schade. Aber dann halt nicht. Dankeschön. Ja, bitte? Wolltest du gerade was sagen? Wenn ja, dann tut's mir leid, weil ich habe nichts gehört. Komisch. Na gut, dann halt nicht. Pech gehabt. Oh, Entschuldigung. Nee, darum. Gibt's hier irgendwas Cooles? Was ist das? Achso, Unsichtbarkeit. Ich konnte nicht lesen. Wieso hast denn du? Das brauche ich nicht. Ebenerzschild, ha? Ich wollte es gar nicht aufsammeln. Ich wollte es nur rausnehmen. Senkende Hitze, weiß ich nicht, ob ich das schon habe. Der Unverbrannten. Cool. Zeig mal her hier. Muss ich mal gucken, ob ich den Zauber schon habe. Moment. Ah ja, okay. Feuerresistenz, weiß ich nicht. Aber das ist ein hübscher Helm. Kann es sein, dass ich noch nie so einen Helm gefunden habe? Keine Ahnung. Ich habe übrigens auch diese Amulette hergestellt. Das wollte ich nicht mitnehmen. Ich wollte es nur angucken. Aber gut. Weil ich benutze keine Schilde. Ich brauche keine Schilde. Geht auch ohne. Sollte das schon wieder mit mir reden oder will der jetzt nicht mehr reden?
Hey Hundi. Ich weiß, das ist einer. Aber erstmal der Hund weg. Was mich übrigens auch nervt, das will ich gerade mal ansprechen. Nachdem ich diesen Spruch nehme, den Schrei meine ich. Fertig, ja? Ich habe irgendwie das Gefühl, dass viele, die Skyrim spielen, das so toll finden, total OP durch die Gegend zu rennen mit voll aufgewerteter Detra-Rüstung und was weiß ich was. Ich bin nicht so. Ich möchte das nicht. Ich finde das nicht gut, wenn man in einem Spiel alles töten kann, ohne auch nur mit der Wimper zu zucken, sag ich mal. Es ist ganz nett so mal für zwischendurch, aber ich bin da kein Freund von. Und ich mag das auch nicht, wenn man mir sagt, ja, wieso machst du das nicht so? Das ist doch voll cool, wenn man dann so rumrennt und ich so... nein. Wieso stehen hier Leute? Wieso habt ihr euch hier versteckt? Jetzt bleib mal stehen, bitte. Und ich verbitte es mir auch, dass mir irgendjemand sagt, wie ich zu spielen habe. Also, es ist zwar noch nicht vorgekommen, aber... Also noch nicht direkt. Aber es muss nicht sein. Ich meine, ich spiele das Spiel ja nicht, damit irgendjemand sagen kann, ja, mach das und das. Ich spiele ja, um selber meinen Spaß dran zu haben, oder nicht? Ich komme nicht an das Skelett ran, weil das direkt drin liegt. Zumindest das Bein. Zwei Beine. Egal. Bitte. Hier ist noch einer. Dankeschön. Habe ich alle? Keine Ahnung. Egal. Weiter. Was sollten wir tun? Dort bleiben und mit ihr zusammensterben? Sie wollte nicht weitergehen. Wir hatten keine Wahl. Einverstanden. Wir bleiben alle zusammen. Jetzt redet er schon alleine, wo... Sollten hier nicht mehr sein? Also zumindest zwei? Komisch. Okay. Dankeschön. Also ich finde das immer ein bisschen ätzend, wenn Leute sich rausnehmen, irgendwie zu sagen, wie man das und das machen soll. Es gibt Leute, die sagen extra, sagt mir, was ich tun soll und so wird dann auch gespielt. Aber das ist relativ selten. Und irgendwie scheint es keinen zu interessieren. Aber egal. Ich glaube, das ist ein Drachenpriester. Hehe. Gut, speichern. Sind das nicht die Geistertypen? Sehe ich das richtig? Hallo? Offensichtlich lassen sie sich nicht von mir stören. Deswegen bin ich mal so frei, diesen Fisch hier zu nerven. Cool. Na komm. Ich kann nicht so kämpfen. Das geht so nicht. Ich sehe den nicht. Mann. Oh. Oh. Bist du bescheuert? Blödes Viech. Da. Dankeschön. Ist hier sonst was? Nein.
Nur der Fisch und seine Eier. Aber gut. Hallo. Ich spüre die Gegenwart von jemandem. Also ich habe das jetzt nur gemacht, weil ich dachte, dass er mir vielleicht wehtun möchte. Ha, ich komme auch so ran. Oh, da hinten ist eine Tür. Wie komme ich denn zu dir hoch? Gibt's hier irgendwo eine Treppe? Hier so. Oh, cool. Also muss ich die anreden, damit die mich registrieren. Hi. Oh. Ich wollte gar nicht. Aber gut. So, der ist jetzt frei. Aber merke ich mich nicht. Der Morokai. Was kann man dir mal antun? Wie zum Beispiel das da. Ist doch super. Na toll. Oder auch nicht. Atmet so laut. Ja, dann komm halt hoch. Oder auch nicht, das ist vielleicht gar nicht so gut. Der hat mich immer noch nicht gefunden, das ist gruselig. Das war jetzt echt anstrengend, der Kampf, also, ne? Stab des Magnus. Ja, gut. Ne. Morokai, ja! Normalerweise dürfte das hier nicht sein. Eigentlich. Oder? Weil... Ne? Gruselig. Aber gut. Bitte. Ist da drüben noch was, was ich gebrauchen kann? Ich guck mal. Ne. Okay, dann gehen wir jetzt. Stab des Magnus haben wir erfolgreich bekommen. Nach einem unglaublich krassen Kampf. Also, als ich das in meinem Privatspielstand gemacht habe, war das schwerer. Weiß auch nicht. Komisch irgendwie. Aber bitte. Aber ich glaube, ich war dann auch noch nicht so weit mit meinem Level. Weiß ich nicht. Oder ich war einfach nur schlecht. Es tut mir leid, meine Freunde. Es tut mir so leid. Ich hatte keine Wahl. Es war die einzige Möglichkeit, sicherzustellen, dass dieses Monster niemals kommt. Ich verspreche euch, so etwas lasse ich nicht noch einmal geschehen. Ich werde diesen gesamten Ort abriegeln. Ist sowas Savos Aren? Na klar, das ist doch der Erzmagier gewesen. Ach, deswegen. Hätte der Savos gesagt, dann hätte ich das verstanden. Ist das wirklich sein Riegel? Ist das das? Nee, egal. Egal. Ja, hätte der den Savos genannt, dann hätte ich gewusst, von wem er spricht. Aber Aren, das kann sich doch keiner merken. Ist das nicht? Ihr habt es also lebend dort hinaus geschafft. Ancarlo hatte recht. Ihr seid gefährlich. Ich kann ihn nicht sehen. Ich fürchte, ich muss euch diesen Stab jetzt abnehmen.
Ancano möchte, dass er sicher verwahrt wird. Ach ja, und er wünscht euren Tod. Ach ja. Nichts Persönliches. Okay. Geht mir aus dem Weg. Seid nicht töricht. Ihr habt keine Chance. Ihr seid tot. Na, dann versuch mal, mich zu treffen. Nicht so viel rumrennen, Freundchen. Mehr habt ihr nicht drauf? Doch, hier. Kannst du mal sehen. In den... Ach! Ich kann mich nicht erinnern, dass ich hier mal gegen so einen gekämpft habe, aber gut. Talmor-Sachen sind auch immer toll. Ich will nur mal kurz gucken, was die so für Statuswerte haben. Ach ja, Rüstung 0, alles klar. Geil. Deswegen hat das nicht so lange ausgehalten. Zeig mal, wie das aussieht. Ich will das mal sehen. Oh, ist der süß! Du bist so knuffig. Ach, das sieht schon schick aus, ne? Also so aus Spaß so rumzurennen, wäre schon geil. Ach, das sieht cool aus. Nee, ich habe die Rüstung nicht bekommen. Damals. In meinem privaten Spielstein. Komisch. Wirklich komisch. Aber naja, okay. Das da und das da. So. Jetzt sehen wir wieder normal aus. Und niemand sieht das Gesicht. Das Wunderschöne. Aha. Was ist denn da drin? Das sieht komisch aus. Aber ich glaube, das sieht nur so aus, als wäre da was drin. Na gut. Nein. Ich frag... Achso, okay, der hat vielleicht die Riegel dran gemacht, aber egal. Das ist aber hübsch. Oh. Ups. Du kommst ja nicht hoch. Nee, 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 nicht verstecken, Freundchen. Hä? Willst du mich verarschen? Hä? Wie geht das denn? Okay. Ich habe ihn nicht getroffen, obwohl ich auf seinen Arm gezählt habe. Aber bitte, gut. Wenn das so ist. So, wir haben den Stab. Das heißt, wir müssten jetzt zurück. Ich habe Hunger. Übrigens, ich habe mich mal wieder daran erinnert, dass ich mal schlafen müsste, um diese Assassinentypen auf mich aufmerksam zu machen, beziehungsweise dass sie mich entführen können. Aber... Naja. Ich denke nie dran. Außerdem möchte ich darauf warten, dass ich erstmal mit der Magierakademie fertig bin, weil... Ne? Da lang. Hallo. Einige Leute wollen Sijik-Mönche in Himmelsrand gesehen haben. Ich höre dir nicht zu.